So Leute, weiter geht's mit Gebrüll. Und zwar ja, ich will ja hier ein bisschen vorwärts kommen, damit wir so schnell wie möglich den SAU-40 kaufen können. Und von daher mache ich mit dem hier mal noch ein bisschen weiter. Okay, ich hoffe, es stört euch nicht, wenn ich den jetzt erstmal ein bisschen vorantreibe. Okay. So, der wird dann nachher auch wieder ziemlich lustig, und zwar will ich dann unbedingt diese Kanone haben. Das ist ja auch wieder so eine Art Horrorwitzer. Bin ich mal gespannt, ob die genauso gut ist. Wie hat die hier denn? Die hat einen höheren Schaden und also eine höhere Durchschlagskraft und einen höheren Schaden. Wie der Horrorwitzer hier denn vom Alecto. Das muss ich unbedingt mal rauskriegen, wie gut die Kanone ist. Da bin ich richtig neugierig drauf. Oder? Denn der Alecto, der hat. Gucken wir mal auf die Kanone. Wo ist sie hin? Hier ist der Horowitzer. Ja, der hat plus 47.370. Okay. Hat zwar ein bisschen höhere Feuergeschwindigkeit, aber wie gesagt, bin ich halt sehr neugierig drauf. 53.410. Okay. Also bin da mal gespannt. Okay. Bin ja gespannt. Vielleicht ist es sogar noch besser wie der Horowitzer. So, wie gesagt, lange Rede, kurzer Sinn, ab ins Gefecht. So Leute, wir sind in den Minen und lauter große böse Panzer warten auf uns. Mal sehen, wie die Überlebenschance ist. Ich schätze mal, die tendiert gegen Null. Naja, was soll's. Was soll's. So, was ist noch das Standardgefecht? Na gut. Mache ich mich hier rüber. Ein bisschen zu halb hinter dem Felsen versteckt. Ach, selbst der Zwergruser ist doppelt und dreifach so groß wie ich. So, verstecken wir uns hier hinten ein bisschen. Ich habe mir im Übrigen ein bisschen Tarnung gegeben, habt ihr ja schon gesehen, denke ich mal. Ja, hier, ey. Ein bisschen Tarnung gegeben und habe mir auch mal ist die deutsche Flagge gegeben. Das war natürlich wieder absolut lustig mit der deutschen Flagge. Ich kaufe die Flagge und denke, na Mensch, die sieht aber scheiße aus. Was ist denn da los? Und dann habe ich gemerkt, ich glaube, ich habe eine belgische gekauft. Die ist ja auch schwarz-rot-gold, aber eben quer gestreift irgendwie. Ja, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Und? Ach, shit, nicht getroffen. Und jetzt. Tschakka, wir haben ihn. So, den haben wir hier. Oh, den kriegen wir gerade nicht, aber den kriegen wir für die Flint. Und, ah verdammt, hat er sich noch zurückgezogen, der Misthund. Solchen Vorrat. Ah, da war zu schnell. Ach, die konnte ich aufgeben, das ist ein KV-1. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Aber wir haben die Kette zerschossen, oder waren wir das? Der ging nicht egal. Durch. Ach, komm. Der ging nicht durch. Ja, jetzt könnte man Goldmoney gebrauchen. Wir haben sie nicht mal aber angekratzt. Ja, KV-1. Der ging nicht durch. Das muss wehtun. Komm bitte eh mal wenigstens. Ach, mein leck mich am Arsch. Na gut, krallen wir uns doch lieber hier hinten die Träne. Da guck, da hat gerade sich schön Nischel hier rausgesteckt. Und? Ach, hat sich ein Armer geholt. Ups, wieso da hinten? Noch einer. Ah, hier so ein. Ach, kleiner Alecto. Oh, schlug, da bin ich angesiert darin. Der oh. Ging voll durch ihre Panzer. Das ist aber nicht nett, was die hier macht mit deinem Alecto. Ja, harmlose Panzerschützen hier, oh, ein Wolverine. Oh, da unten ist ja einer. Naja, solange es nicht auf dem, oh, die Matilda. Oh, das sieht mich nicht, die Matilda. So, wie sieht's denn aus? Oh, die kriegen ganz schön die Hucke voll hier. Ja, was haben wir hier drüben? Oh, ein Churchill, auf dem Berg oben. Ne, hinterm Berg. Okay, versuchen wir Richtung Convenator. Kombinator hieß das Ding doch, gell? Versteckt sich hinter der Hütte. Wie sieht es links von hier aus? Muss ich bitte aufpassen, nicht, dass ich von links eine krieg. Hm? Komm her. Ach! Verdammt! Und Chef Baby! Mann, ich bin auch gut. Mann, ist gut. Zumindest habe ich ein paar Abschüsse. Ach ne, da ist unten. Ja, im Angriff sollen sich die anderen kümmern. Also da
gehe ich nicht mit. Genau, ich bleibe hier in Deckung und warte auf diesen dämlichen Konvenator, der hier gerade den Berg raufkommt. Wenn es denn, oder? Fahren wir mal hin und versuchen, was ist denn das für einer? Oh, das ist schon eine Vierer. Da könnte mir eventuell ein bisschen wehtun. Nee, da blüht keiner mehr. Den knipsen sie vorher weg. Wie es aussieht. Machen sie vorher nach. Oh, was haben wir hier drüben? Ich meine, das war jetzt nicht im Ernst, oder? Ach, Scheiße, da macht ja auch einen Radieschen Salat. Nur weg. Ich bin gar nicht da. Ich bin gar nicht da. Oh doch, ich bin da. Ich will den Kontinenter haben hier. Gib mir den Kontinenter. Ein auf den Latz geknallt. Wo ist denn jetzt der verkackte Churchill? Ach, da drüben ist er. Ja, bleib da, wo du bist. Ich will das hier gar nicht bei mir haben. Wenn du da lang fährst, fahr ich da lang. Da kannst du dich drauf verlassen. Ach, irgendwo, ach, ich wollte gerade sagen, irgendwo turnt noch ein Dings rum. Hey, das gewinnen wir. Wir könnten hier ein bisschen bei dem Churchill ein bisschen anklopfen, aber dann dreht er einen Turm rüber und vertrischt uns. Nee, das lassen wir. Jetzt will er kommen, ne? Jetzt will er kommen. Nee, ich gehe da nicht hin. Die machen mir bloß meinen schönen Wander kaputt. Ich habe ihn gerade frisch gestrichen. Nicht das. Stecken wir uns hier ein bisschen. Was machen denn die Tonnen in der Basis rum? Das ist ja nett. Wo ist er? Der Dings hier. Mit wem klappt denn der sich? Na, klappt sich doch mit irgendeinem. Mann, sehe ich wirklich. Oh, da drüben sehe ich noch einen. Ach, verdammt. Drüben habe ich gerade einen gesehen. Ah, vielleicht kriege ich mir den dann noch vor der Flinte. Hm? Ach, haben sie ihn ausgeknipst? Den Churchill? Ja, haben sie aus der Landschaft genommen. Jetzt jagen sie den, jetzt jagen sie den letzten. Hier ist der KV1. Der turnt hier drüben auch schon rum. Ich habe ihn gerade aufleuchten sehen kurz. Was war denn das für einer? Wolverine. Ach, der Wolverine, die patscht hier hinten noch rum. Mathilda, das ist eine scheiß Idee. Das ist eine totale scheiß Idee. Der Wolverine war machtig. Schneller nackig, wie sie sagen kann, scheiß Wolverine. Da wartet doch garantiert nur auf dich. Zieh mal hin in die Richtung. Oder? Ne, wir hauen ab. Das ist mir zu doof. Ach, da ist er. Na, ich hau trotzdem ab. Das ist mir zu doof. Machen wir uns vom Acker hier. Ach, jetzt haben sie doch, was? Ach nee, da hat ein Gegner, hat einen von uns abgeknallt. Mit M5A1. Ja, die Wolverine, ich hab auch selbst einen gehabt. Im Arsenal. Wo ich ein bisschen rumprobiert habe. Die haben schon eine richtig heftige Kanone, Wolverine. Ist ja auch ein Jagdpanzer. Pass auf, das war garantiert wieder eine scheiß Idee, jetzt hier in die Richtung zu fahren. Da steht gleich vor mir. Und ich denke, scheiß Wolverine. Ja. Wobei, dem kann man auch wehtun, gell? Also, ist nicht so, als wenn wir schön von aus der Entfernung irgendwie vor der Flinte kriegen. Hier drüben turnt er auch schon vorum. Den kann man schon wehtun, dem Wolverine. Mit der 110er Kanone. Wenn wir es vor das Rohr kriegen. Oh, da ist er. Kriegen wir es vor das Rohr? Doch, du nicht nah ran, dass er uns sieht. Das wäre natürlich kack. So, da hinten ist er. Gucken wir mal, ob er nicht raussteckt. Verdammt. Na komm. Stecken raus, Nischel. Renn ich hier ein. Der ging nicht durch. Das hat er uns aber gesehen. Oh, weg hier. Ach, nee. Nee. Ach, scheiße. Na gut, jetzt bleiben wir auch noch so lange. Ah, oh, das ist natürlich wirklich jetzt ärgerlich gewesen. Das ist natürlich jetzt wirklich extrem ärgerlich gewesen. Na, du mit deinem AT2, Mann, da umfährt dich doch. Hilfe ruft doch mit seinem AT2. Ach, jetzt. Na, das wäre ja natürlich jetzt der Hammer, wenn wir das noch verlieren. Denn wie gesagt, da umfährt den doch. Ja. Jetzt hat er den noch weggemacht. Und jetzt entfährt er den einfach und schießt den hinten so lange in den Arsch. Das habe ich geahnt.
Jetzt verlieren wir das Spiel noch. Jetzt verlieren wir das Spiel noch. Ja, da hat keine Chance mehr, da macht jetzt Nacksch. Naja. Oh nee. Nee. So ein Mist. Oh, guck doch die scheiß Punkte an. Da kriegst du ja... Was ist denn das hier? Jäger. Zerstören Sie alle gegnerischen leichten Panzer, mindestens 3 im Laufe eines Gefechts. Das Ding habe ich noch nicht gekriegt. Jäger hatte ich noch nie gehabt. Da müssen wir jetzt gleich mal, na hier, guck mal hier, schön aufgeräumt. Und ein Wolverine hat noch keine drauf gebratzelt. Ein Elektro haben wir eine drauf gebratzelt. Warte, gehen wir her, hier, Elektro 63 haben wir den weggenommen. Oh, aber 185 Punkte, die haben wir verloren haben, gell. Wo wir verloren haben. Jäger. 213. Gucken wir mal in den Wehrpass rein. Das Ding kenne ich noch nicht. Jäger hatte ich noch nie gehabt. Hab ich schon mal Jäger gehabt? Jäger. Wo ist denn hier Jäger? Das war der Löwe von Sinai. Ne, das war der Räuber. Jäger. Ach, das ist hier mit. Hier, Jäger. Guck an. Euch erst einmal. Ja, auch hier, ja, hier ist mein Wehrpass, gell? Also hier sind meine ganzen Orten hier. Gell? Ich bin, hab schon einige gesammelt. Das war das Lustigste hier, Glückspilz. Wenn du daneben stehst, also bloß ein paar Meter entfernt von einem gegnerischen Fahrzeug und irgend so ein Trottel zerstört mit der Ari oder was. Seinen eigenen Mann. Wollte mich treffen und hat den anderen getroffen. Also das richtig schützen, ja, das ist so Rammstehende irgendwie. Das sind so die wertvollen. Löwe von Sinai, hier Räuber. Da habe ich als Einziger die gegnerische Basis eingenommen, ohne dass mich einer entdeckt hat. Okay. Die waren alle mit sich beschäftigt und ich habe in der Zwischenzeit in die Basis eingenommen, ganz gemütlich. So, was haben wir hier? Das ist auch eine Aufklärer. Die habe ich mit dem Elk hab ich die gemacht. Mit dem Elk AMX. Ja, nur mal so ein bisschen Ortenkunde. Okay. Ja, da hatte ich den vorhin aus Versehen, die belgische Flagge, die ist ja schwarz-rot-gold, aber von links nach rechts. Das schwarz links, rot und dann gold. Ich denke, das sieht aber kacke aus, was ist denn da los? Oder? So, naja gut, würde ich sagen, nicht viel verdient, gehen wir gleich mal ins nächste Gefecht hier. So Leute, wir sind in der Provinz. Und ich würde sagen, wenn wir hier ein bisschen zum Schuss kommen würden, das wäre nicht schlecht. Weil mit der Kanone und 3er Gegner, schönes übersichtliches Schussfeld, das könnte man schon was reißen. Blöd ist natürlich, dass die Kanone nicht so sehr weit runter geht, gell? So, ich werde mich mal hier in den Busch hier verkriechen. Blöd ist natürlich. Ja gut, ja, können wir uns halt nicht im Busch verkriechen. So. Ja, steht das Dings nicht, das ist auch blöd. Warte mal, da steht noch die blöde Ari. Ah, da ist schon der erste. Schneiden wir gleich ab. Und ist schnell genug dort. Mal prophylaktisch hinhalten. Ach, nicht getroffen. Na, da war ziemlich dämlich. Muss ich da auch da hinstellen. T2 Medium. Ich wollte hier drüben beide Dings wollte ich ein bisschen reinhalten. Beide das Kloster oder was auch immer das da hinten ist. Burg, Schloss, Kloster, keine Ahnung. So, wollen wir da ein bisschen reinleuchten. So. Den beschießen können. Ja, da zwei Medium versteckt sich hier. Doch nicht. Lass mal ein paar Schuss hier reinleuchten. Haben wir so prophylaktisch hier. Stellen sich gerne mal hier vorne hin. Da schießt aber hoch und hinaus, hä? Ist hier auch eine Mauer ein. Das
Vielleicht treffen wir da ein bisschen tiefer hier. Mal reinleuchten. Vielleicht treffen wir ja einen. Das ist immer ein bisschen, naja, das ist ein bisschen doof, dass man nicht angezeigt kriegt, wenn man ihn getroffen hat, wenn man nicht sieht, gell? Ach, da ist da unten der Medium. Kann man nicht hinschießen? Da ist dann vielleicht noch einfach ein... Ach, der ist kacke. Da beschießt irgendein Bursherrn, aber nicht der Panzer. Der arme Bursherr, der guckt dazu, denkt sich nichts Schlechtes. Jetzt immer kriegt man einen am Fenster, einen verbrezelt hier. Ich sehe aber auch nicht, dass einer schießen würde hier. Sag mal, was schießt denn ihr Leute? Ich sehe gar keinen. Ja, außer den da unten. Und der ist auch nicht mehr da. Sehr merkwürdig. Na gut. Halten wir mal weiter in die Richtung hier. Ach, da unten wieder so ein Lokust. Lokus. Wie kann man einen Panzer Lokus nennen? Ah, da hinten noch mal einen. Okay. Ach, dann Menno. Ich hab gehofft, dass wir irgendeinen ein bisschen vor die Flinte kriegen hier, aber nichts zu machen. Da oben turnt ein Medium rum, den haben sie aber ins Gehirn gekackt oder sowas. Wo ist er hin? Ach, dann nicht. Da ist schon auch mal so wild. Da ist so eine Kacke. Da ist schon so eine schöne Kanone drauf. Bin endlich mal in der Provinz und dann tut sich nichts. Und das, wo ich die letzten drei Spiele, vier Spiele nur Kackspiele hatte. Also immer nur hier gegen Fünfer. Nicht unbedingt alle verloren, aber ja, ziemlich langweilig, weil ich mich eigentlich fast nur zurückhalten musste, gell? Muss mal prophylaktisch einhalten. Ach, Mann. Was ist denn nur los, Alter? Ja, ist schon spät nachts. Oder wenn dann war es schon früh morgens, früh um 2. Jetzt halten hier den 10 Mann auf diesen einen Panzer drauf. Ah, und ich schieße natürlich voll daneben. Und der macht... Ach Menno. Da hatten sich den jetzt genommen. Leut GC. Hatten sich gekrallt. Was ist denn das? Leut GC? Was ist denn Leut GC? Ach, der Ari. Der Ari hat sich weggeflippt. Ach, das ist die Briten-Army, hä? Ja, Ari. Die Briten-Ari. Jetzt stürmen sie. Na gut, stürmen wir halt. Stürmen wir halt. Vielleicht erwischen wir ja wenigstens noch einen von diesen Prämeln. Geh weg mit deinem komischen... mit einer Möhre hier. Französischen. Oh, Felsen. So eine Kacke. Kann man nicht wegschieben, die Dinger. Sind wir zu schwach auf der Brust. Oh, den Hals fast um, gell? Ich weiß nicht, auf was die schießen hier. So, die kommen gleich, kommen wir weit genug hoch. Nach oben geht er eigentlich ganz schön, gell? Wenn man sich das anguckt. Aber nach unten ist da ja wirklich voll die Katastrophe. So, da hinten turnt einer rum. Turnte einer rum. Ja, wäre ja schön, wenn ich den jetzt langsam mal eine draufbrennen könnte. Kommt der aus meiner? Na, endlich. Und da oben versteckt sich auch einer. Der Ari. Versteckt sich da oben. Gut, und da ist geknipst. Oh, da drüben wohnt ja noch einer. Ah, da will ich mit mir spielen. Kannst du haben.
ganz geheim. Du Mistvogel. Ah, da oben ist noch eine Su 76. Oh, also hat er mich jetzt erwischt mit der Su. Da waren das jetzt. Weiß gut, das war da mit der Su 76 da oben. Ah, na egal. Wir haben gewonnen. So haben wir schon alles geknipst. Und trotzdem noch zwei abgeknallt. Ja, bringt uns doch wieder ein Stückchen weiter unserem Vierer entgegen. Fehlen uns bloß noch 500 und was wollen sie haben? 3100. Fehlen uns noch 590. Na gut, warum auch nicht? Okay, ich hänge mal noch ein drittes Gefecht hier an. So, da sind wir wieder in Himmelsdorf. Und naja, wisst ihr was von der Karte halt. Ich habe jetzt noch drei Gefechte gemacht oder so. Meistens liefen sie beschissen. Und hab sie also nicht aufgenommen. Oder aufgenommen habe ich sie schon, aber habe sie weggehauen. Und hatte aber dann schon so viele Punkte zusammen, dass ich mir mit ein bisschen freier Erfahrung den SAU oder wie das Ding da heißt holen konnte. Hab das also gemacht und ja, jetzt brauchen wir bloß noch Geld regiert die Welt. Will er hier vorkommen mit seinem T46 oder bleibt er da hinten? Nochmal. Ach, shit. Nicht nochmal gereicht. So. So, mal gucken. Light. MT2 Light. Wo ist er hin? Ach, da ist er. Shit. Ich hab gedacht, da. Oh, wollen wir hier? Na, krieg ich schon keinen von denen vor der Flinte. Verstecken sich nur der Hütte oder was? Wer kommt vor? Gehen wir auch noch den anderen mal aufpassen. Ja, sag mal. Die fliegen nicht vor der Flinte, das gibt's doch gar nicht. Hä? Oh, der T46. Wieder drauf kriegen. Oh, 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 ging voll durch ihre Panzerung. Oh, komm. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. Okay, darf noch weg. So, was ist mit dem Light hier? Wo tut der rum, der Mistbohren? Warte mal, da regiert ihn lang. Den werde ich Moses lernen. Dem werde ich Moses lernen. Oh, ich habe bloß noch 37%, da hält die Fresse. Ah, ich wollte das was. Wo ist er, der Mistkerl? Ach, hier kann ich nicht lang. Verdammt. Oh, warum schießt du auf mich? Ich bin doch treu, Trottel. Ich bin dir doch nicht böse gesinnt. Ja, wo ist er? Da ist er. Ach, verdammt hier. Wird das was? Das wird nicht. Da ist ein Cruiser. Ist er weit hinten? Oh Mann! Ach shit. Kommt da hier rein, der T2 Light? Der Tür ist lästig. Wo ist denn der Light? Oh, das ist doch gut. Verdammt. Nicht. Okay. Alte Fresse. Wo sind jetzt die anderen? Wo ist die anderen Bösen? Ich stehe keinen mehr. Kacke. Das war jetzt gerade. Ganz knapp war das jetzt. Ich weiß nicht, ob hier hinten noch der Gruß da hinten rumhängt. Wenn ich rausfahre, knallen sie mir die Hütte weg.
Ich habe ja bloß noch 37%, aber na, versuchen wir es mal. Wir hoffen, dass er uns vielleicht nicht sieht. Ah, da hinten ist er. Ja. Komm. Der Motor hat Aussetzer. Der ging voll durch ihre Panzerung. So, was macht er jetzt? Versteckt er sich oder? Ich fahr nicht vor. Das war gut. Ja, wunderbar. Gut, das war jetzt vorerst das letzte Gefecht. Ach, guck mal, wir haben den ersten Platz noch gemacht. Schöne. Was haben wir? 9200 und ja, 640 Schatten gemacht. Gell? Wo sind wir? Wo bin ich? Ach, Platz 1, guck an. Wunderbar. Ja, das war für den erstmal ein schönes Abschlussgefecht, würde ich sagen, Leute. So, wenn es euch Spaß gemacht habt, dann gebt einen Daumen rauf oder schreibt einen Kommentar. Ich sage dann mal wieder Tschüss und weg, euer Sheridan.